Das ist der Oberzeller See. Das wäre schön. Genau. Geht man da immer so haben, oder? Dann hätte die Oberzeller hier eine Segelmöglichkeit. Ja, genau. Zweimal abfahren von hier aus von der Oberzellerbrücke. Das ist das Beste zum Einkommen. Ja, da ist es. Manche fahren schon von Weißenau. Weißenau, damals hat es sich nie recht angeboten. Hat sich nie recht angeboten. Klar, doch Weißenau, ja. Aber du kommst bestimmt immer besser rein in Weißenau. Ich meine, die alten Schüsse sind wirklich klar. Augenblick mal. Sofort raus! Polizei ist unterwegs! Warum das? Weil es verboten ist. Warum ist das verboten? Wenn die in Strömung reinkommen, sind die weg, der Hanna. Nein, ihr müsst zurückkommen, ganz dringend. Warum das? Ja, die Strömung, der Hanna. Wenn die da reinkommen, sind die weg. Sie verheben das Ding nicht mehr. Da sind Kinder drauf, die garantiert nicht schwimmen können. Die Polizei ist unterwegs. Und ich war 30 Jahre bei der Wasserrettung. Ich weiß, was es ist. Ah. Wir fahren hunderte Kilometer zum anderen Wetter und hier oben auch nicht. Also, ja, wenn man eben nicht in der Schwimmwäsche hat, aber wir haben unsere kleinen Teich, da hat sie eine Schwimmwäsche. Aber Das ist ja doch der Damm geschützt. Da kann gar nichts passieren. Jemand ist gleich stark. Da ist der Italiener Graben. Der hat ja da einen Zugang und der geht darüber. Und wenn die da reinzieht, das ist das. Da kommt, das ist das Gefährliche. Man sieht bloß das hier, aber da geht es da unten durch. Warum fließt da was ab dahinter? Oder wie? Ist nochmal der. Ach, der Abfluss. Der heißt Italiener Graben, warum auch immer. Ach so. Und der geht in Schüsse rein. Aha, alles klar. Warum ist das halt? Ja. Yeah. Ja, sie haben sich halt mal einen Spaß erlauben. Ja, ist doch nichts dabei jetzt. Ja, das ist ein bisschen neu. Man sieht die Gefahr nicht. Klar, ja. Spaßalarm ist gut und schön, aber wenn halt nachher was passiert, dann sagt man sich, drum ist halt einfach. Andere sehen Gefahren, die anderen nicht. Naja, ist schon mal interessant nach dem großen Regen. Aber es hat schon öfter gegeben. Ja.
Das ist klar. Jetzt bei Kehle sehen ja einige Häuser unter Wasser. Naja, hier die auch. Ja, die auch, die stehen auch unter Wasser. Ja, die sind mal dahinter rum, ja. Da ist voll. Aha. Und die da drüben auch, denn jeder hat es zurück. Die pumpen auch da, schaut Feuer, das ist schon. Ja, die sind etwas niedriger wie die, ja, wie der See sogar hier. Ja. Dann guckt es sich einfach zurück. Ja. Also die haben immer, die zahlen immer. So, jetzt fahren wir mal zur Schüssel und mal sehen, was es da zu sehen gibt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hier. Grüß Göttli. So, da gibt es was zum Fotografieren, oder? Zum Filmen. Filmen? Ja, genau. Hochwassertouristen und sowas. Genau. Das kommt ja bloß alle 20 Jahre mal vor, oder? Ja. Vorsicht. Ja. Ja, das ist Schüsse. Aber das ist immer noch durch den Damm getrennt. Ja, ja. Aber ziemlich oben. Ja, wo die einen Brücken da waren, dann hat es öfters aufgerufen. Ja, das hat natürlich ganz schön gebremst. Ja. Das Treibholz. So, also dann viel Spaß. Ja. Dankeschön, schönen Sonntag. Steht der ganze Acker unter Wasser.
Da hinten findet immer der Funke Sonntag statt. Und die Oberzeller auf dieser Wiese. Steht alles unter Wasser. Ja, die Schussen, die schießt in den Bodensee. Heute ist Sonntag, der 2. Juni 2013. Ja, da fällt nicht viel.